So, du hast regelmäßig Sex mit vergebenen Männern. Genau, das ist mein Thema heute. Also ich stehe so richtig zwischen Moral und Lust. Mhm. Auf einer Seite, Sex mit verheirateten Männern ist doch nicht richtig. Auf der anderen Seite, ich bin Single. Ich mache es gern. Und wir treffen uns schon regelmäßig mit verheirateten Männern, auch mit nicht vergebenen. Und manchmal sind es auch mehrere. Ja, und okay. Ich habe richtig Spaß an Sex. Aber das ist das so eine Art, es klingt jetzt wie so ein Gruppenevent? Ja, auch. Okay, alles klar. Gut, dein Dilemma ist natürlich nachvollziehbar, weil es ist ja immer die Frage, wer war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Wer trägt mehr Verantwortung, derjenige, der betrügt oder derjenige, der quasi zum Betrug auffordert, in dem Sinne? Wie steht es denn um deine Gefühlslage da? Also während du die triffst, denkst du darüber nach, wie deren eigentliches Leben aussieht? Jein. Also am Anfang haben wir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe es gemacht, weil ich Lust hatte. Das sind lose Verabredungen einfach quasi. Also du hast keine emotionale. Genau, aber letzte Zeit beschäftige ich mich schon sehr. Mhm. Es ist auch so, dass manche Männer haben offene Ehen oder offene Beziehungen. Die Frau weiß alles. Bist du sicher oder sagen ja, die sicher, dir das? Ja, sicher, genau. Okay. Mhm. Es war sogar schon einmal, dass seine Frau zuschauen wollte. Mhm. Ich hatte auch nichts dagegen. Und ja, aber bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Mhm. Also bei manchen weiß ich das ganz genau, dass Frau nichts dagegen hat. Es ist alles in Ordnung. Und da habe ich auch keine Hemmungen, keine schlechte Gewissen. Aber wenn ich weiß, dass die Frau zum Beispiel verarscht wird von ihrem Mann oder so, dann macht mir schon Sorgen. Ja, die Frage ist natürlich auch, warum solltest du deine Zeit mit Lügnern verbringen? Mhm, genau. Das habe ich mir auch gedacht. Also entweder wenn er vielleicht das nicht mit mir hat, dann geht er zu anderen Frau und betrügt ihre eigene Frau mit anderen. Gut, das ist ja nicht deine, deine Geschichte. Also ich muss mal eine Geschichte erzählen. Da hat eine Bekannte von mir etwas mit einem Typen gehabt. Es ging 3 Monate super, haben sich oft gesehen, viel Spaß gehabt, Kino, Theater, alles Mögliche. Und dann sagt er, übrigens, ich fahre morgen in Urlaub. Und sie sagt, aha, interessant, wohin denn? Und dann sagt er, ja, ich würde ja eigentlich gerne mal woanders hin, aber meine Frau will immer nach Sardinien. Und sie sagte, wie deine Frau? Und dann hat er gesagt, naja, die hat vor 3 Monaten ein Kind gekriegt, die ist noch nicht wieder fit. Mhm. Also ekelhaft. Ekelhaft. Und ich habe wirklich überhaupt keinen Respekt vor Lügnern. Das finde ich verabscheuungswürdig, die Lüge an sich, weil es so feige ist, weißt du, und verantwortungslos. Und mich würde aber interessieren, wenn du ahnst, dass ein Mensch, mit dem du dich privat triffst, so ein Mensch ist, warum triffst du dich mit denen? Also warum ist nicht dein Instinkt zu sagen, tut mir leid, du nicht? Ja, weil ich weiß, also die erzählen es nicht. Das merke ich dann an irgendwelchen, man sieht es halt. Es gibt so Zeichen und dann denke ich mir das. Welche sind die Zeichen? Ja, dass er zum Beispiel nicht an Telefon rangeht, so komisch. Oder jetzt ist ja Sommer, Sonne und man sieht hier so einen weißen Strich, und man denkt, ja. Mhm. Aber sagst du diesen Männern dann, tut mir leid, wir treffen uns nicht mehr? Ja, nein, ich sag dann schon grundsätzlich, ich bin gegen jemanden zu verarschen, ja. Und du triffst dich aber trotzdem mit denen? Nein, also man gibt auch nicht zu, dass er verheiratet ist. Und sind auch mehrere Männer. Und Männer können so gut lügen. Ich kann dir auch eine Geschichte erzählen. Erzähl. Also früher mein Ex-Freund, das war wirklich Liebe meines Lebens. Wir waren wahnsinnig ineinander verliebt und er war auch verheiratet. Aber und das wusstest du nicht? Das wusste ich auf keinen Fall. Wir waren 1 Jahr lang zusammen. Oh, er konnte es so lange verheimlichen. Und ja, dann ist es rausgekommen und ich habe ihn wahnsinnig geliebt, er mich auch. Ich habe es nicht gewusst, er wollte eigene Frau verlassen, nur für mich. Dann habe ich das mitbekommen, habe ich natürlich Schluss gemacht. Und deswegen glaube ich, ist es jetzt für mich dieses Thema so, ach, wenn die Männer, mit welchen ich mich jetzt treffe, verheiratet sind,
dann ist es für mich schon so im Hinterkopf, ach nein, 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 ja, nie wieder. Also ich würde da klarer kommunizieren, glaube ich. Also sobald du auch nur, oder ich würde vielleicht sagen, die Bedingung ist, dass ich genau erfahre, in welchen Lebensumständen du lebst. Mhm. Und wenn dir das nicht gefällt, zum Beispiel, wenn er in einer nicht offenen Ehe ist, oder mhm, einseitig offen, mhm, in dem Fall, dass du dann sagst, nee, entschuldige, dafür bin ich mir zu viel wert. Weil du ja auch von deinem Selbstwert die ganze Zeit was abgreifst, mhm, oder abgräbst, wenn du dich mit Männern triffst, die einfach keine korrekten Typen sind. Was sagt das über dich, wenn du dich in Intimität mit Lügnern und Betrügern begibst? Ja, aber es ist so, dass wir uns immer so, wie sagt man das, unverbindlich treffen, anonym. Ja, schon. Wir kennen uns nicht so richtig kennen, es ist dann wirklich nur für Sex, es ist meine Lust. Ich weiß, genau, aber wenn du schon ein moralisches Dilemma erlebst und dir Gedanken darüber machst, dann ist das, wäre mir persönlich das zu viel Energieabfall. Ich würde doch mein Leben so gestalten, dass möglichst gute Energie reinkommt und man sich freut auf die Person und vielleicht sogar ja auch irgendwann mal romantische oder wie auch immer Gefühle entwickelt, die zum Beispiel sich Richtung gemeinsames Leben entwickeln. Das, oder wäre das was, was dich interessiert oder grundsätzlich genau, gar nicht? Genau, ja. Ich bin schon länger Single und ich wünsche mir unbedingt einen Partner, der auf meine Welle sozusagen ist, der auch nichts dagegen hat, gegen offene Beziehung und so mit anderen zu treffen. Wie ich schon erzählt habe, so, dass bei einem Mann die Frau zuschauen dürfte. Ja, ja. Ich fand es so toll, also, wenn jemand echt so offen ist und das von anderen respektiert. Ja, aber wichtiger ist doch, was das mit deinen Gefühlen macht. Also macht dich das nicht traurig, wenn du dann weggehst und weißt, gut, da ist wieder jemand, der ein anderes Leben hat, an dem ich niemals teilhaben werde. Also nein, ich weiß nicht. Ich bin also nicht gegen diese offene Beziehung. Ja, und ich wünsche mir so einen Partner, genau. Aber das, was die verheirateten Männer machen und vielleicht das nicht erzählen, das beschäftigt mich schon richtig emotional. Also ich kann dir einen ganz einfachen Merksatz mit an die Hand geben. Mhm. Je mehr Zeit du mit den Falschen verbringst, desto weniger Zeit bleibt dir für die Richtigen. Mhm. Weißt du? Und ich finde, das klärt die Frage ganz gut. Das Thema wird auch übrigens auf Instagram sehr heiß diskutiert. Erzähl mal. Also wir haben konkret gefragt, würdest du Sex mit einer Verheirateten haben? Mhm. Und da könnten sich durchaus 28% vorstellen. Ja, und, aber 72% eben 72% nicht. Gar nicht. Und was ich persönlich ziemlich spannend finde, waren die Antworten auf die Frage, wer ist schuld, wenn man Sex mit jemandem Vergebenen hat? Mhm. Und das ist auch sehr, sehr differenziert betrachtet. Gibt es die Stimmen, keiner, es passiert einfach. Beide Parteien. Und was ich auch sehr spannend finde, ist die Meinung, die Betrogenen sind schuld, weil sie das Verlangen eben nicht stillen können von ihren Partnern. Ja, das ist mir zu kurz gesprungen, ehrlich mir gesagt. Auch. Also vor allen Dingen, gerade wenn in der Partnerschaft schlecht kommuniziert wird, kriegen die Partner ja häufig gar nicht mit, dass es überhaupt einen Mangel gibt. Ja, und wenn dann der spätere Betrüger nicht in der Lage ist zu sagen, du, mir fehlt hier was, dann... Oder das erst danach erzählt. Oder das erst danach erzählt, dann finde ich das ganz schön feige und ehrlich gesagt auch nicht sehr erwachsen. Nee. Also das ist ja ein ganz... Da bin ich jetzt aber enttäuscht. Ja. Ja, also... Wurde so eingeschickt? Nee. Also Tanja, ich finde, wenn du, gerade wenn du nach einer Partnerschaft suchst oder zumindest nicht abgeneigt bist, dann solltest du sehr, sehr genau gucken, mit wem du dich einlässt. Mhm. Weil jeder Mensch, mit dem man Kontakt hat, das hinterlässt einfach was. Ja, aber ich habe so ein Gefühl, dass mehr verheirateten Männer, weil ich stehe auch mehr so auf ältere Männer zwischen 40, 50, so. Die älteren Männer ab 50. Mensch, Basti. Mensch, ich bin 30. Ich fall rein, ich bin 40. Ja. Ja. Genau, und ich habe so ein Gefühl, dass genau solche Männer sind mir auch an mich interessiert. Und genau solche Männer ziehe ich in mein Leben irgendwie ein. Ja. Und das ist ja klar, in dem Alter ist man schon vergeben, verheiratet. Nicht unbedingt. Es gibt ganz, ganz viele Single-Männer in dem Alter. Und wenn du dir selber so eine kleine Notiz in den Kopf schraubst, für mich gibt es keine verheirateten Männer mehr, die in nicht offenen Beziehungen sind, dann wird es auch so passieren. Du kannst dein Leben schon steuern. Also, genau, ist, so. Ja.
ich bin total offener Mensch. Es macht, also ich erzähle gern von dem, was ich mache. Also ich rede auch voll offen um Sex und so. Aber die Geschichte mit Verheiraten, das ist echt die Sache, da wo viele, also die Mehrheit sagt, nee, das geht gar nicht, das wird so immer skeptisch angeschaut. Mhm. Also ja, ich finde, die Lüge an sich ist einfach kein lebenswertes Konzept. Mhm. So, auch für dich nicht. Ja. Okay, ich hoffe, ich konnte dir das einigermaßen beantworten. Ja.